Okay. Hier ein Artikel über, was Mieter betrifft. Unfassbar, was Mieter sich alles gefallen lassen müssen. Besonders in Ballungsgebieten und Großstädten können Vermieter sich ihre Mieter mittlerweile aussuchen. Umso umfangreicher und dreister der Fragenkatalog und die Forderungen, mit denen sie unter Wohnungssuchenden die Spreu vom Weizen zu trennen suchen. Welche Auskunft müssen künftige Mieter erteilen und welche nicht? Einkommen. Hauptinteresse des Vermieters ist, kann sich mein Mieter die Wohnung leisten? Daher ist die Frage nach einer aktuellen Lohnabrechnung oder einer Gehaltsbescheinigung des Arbeitgebers legitim. Ebenso dürfen Vermieter sich nach Gehaltsfindungen erkundigen, haben ein Recht, sowohl vom Mieter als auch dessen Arbeitgeber eine wahrheitsgemäße Antwort zu erhalten. Selbstständige müssen entsprechend auf Nachfrage den jüngsten Steuerbescheid vorlegen. Sie sind ebenso wie Angestellte gehalten, die Frage nach dem ausgeübten Beruf ehrlich zu beantworten. Auskunft sogar ohne Aufforderung muss erteilen, wer eine Wohnung sucht und von Sozialleistungen abhängig ist. Schufa. Möchte der Vermieter Näheres zur Zahlungsmoral des Mieters wissen, kann er eine Schufa-Bonitätsauskunft verlangen. Die kostet 18,50 Euro und besteht aus zwei Teilen. Achtung, nur der erste Teil mit zusammenfassenden Informationen über die Kreditwürdigkeit des Interessenten ohne Details muss weitergereicht werden. Kaution. 3 Monats-Kaltmieten sind Standard, stehen in fast jedem Mustermietvertrag. Diese Kaution kann der Mieter gemäß Gesetz in 3 Monatsraten zahlen. Vor Bezug der Wohnung darf der Vermieter nur die erste Rate plus erste Miete fordern. Mieterrecht. Trotz aller Vermieterrechte, Mieter haben eine grundrechtlich geschützte Privatsphäre. Werden Fragen gestellt, die man als Mieter nicht beantworten muss, zum Beispiel nach dem Einkommen von Familienmitgliedern, die nicht im Mietverhältnis involviert sind, so muss der Mietbewerber bei Verweigern der Antwort damit rechnen, dass es mit der Wohnung nichts wird. In diesem Fall darf er den Vermieter erzählen, was dieser hören möchte. Es gilt hier das Recht auf Lüge. Vergesse bitte nicht, auf den Abonnier- und Mir-Gefällt-Knopf zu klicken und mit deinen Freunden zu teilen.